Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute den Kleiderschrank und die Wickelkommode von unserer Tochter Pauline. Sie ist jetzt nur 3 Monate alt und ich wollte euch einfach zeigen, wie wir alles organisiert haben, was sie für schöne Kleidungsstücke hat. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ganz viel Spaß! I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I roll. Also wir bewahren die Kleidung von Pauline in der Wickelkommode auf. Wir haben hier 3 Schubladen, wo die Kleidung drin ist. Das zeige ich euch gleich. Und noch in dem großen Kleiderschrank, da gehen wir gleich auch noch hin. Die Linda ist hinter der Kamera, die filmt heute ein bisschen. Also wenn es wackelt, ist nicht ganz so schlimm. So, wir fangen an mit der ersten Schublade. Da sind die ganzen Bodies, die Söckchen und Strampler. Genau, das ist eigentlich das, was ich so am öftesten brauche. Deswegen liegt das in der ersten Schublade. Wir gucken erstmal, was drin ist. Ich habe hier solche Aufbewahrungsfächer drin von Ikea. Die sind super praktisch, da packe ich immer alles rein. Eigentlich, wenn ich jetzt noch mehr Bodies hätte, würde ich sie so aufrecht hinstellen, damit ich einfach reingreifen kann. Ich sehe sofort, was es für ein Body ist, ob Langarm oder Kurzarm. Aber viele sind in der Wäsche, wie man sehen kann. Genau, hier haben wir Bodies, einmal Hello Kitty oder hier so einen schönen Body von Steif. Den haben wir auch neu. Und am liebsten benutzen wir Wickelbodies, weil die einfach super praktisch sind zum Anziehen. Hier haben wir Strampler drin und ich liebe Strampler. Das ist so ein 5er-Pack von Amazon, die sind super praktisch. Da ziehe ich immer Langarmbody drunter. Aber ich wollte euch auch mal meine Lieblingsstücke zeigen. Unsere Lieblingskindermarke ist auf jeden Fall Fuchs und Kiwi. Die machen selbstgenähte Kinderkleidung und die haben so mega süße Stoffe. Das ist zum Beispiel super niedlich für den Sommer, finde ich, mit den Walen. Oder ist perfekt für den Sommer solche kurzen Strampler mit so kurzen Höschen, mit Tipi-Zelten. Ich liebe diese Stoffe. Den Link dazu auch gerne in der Infobox. Dann von der Instagram-Seite Moompits. Die näht auch selbst Kinderkleidung und das sind solche Wumper, heißen die. Ich glaube, die sind jetzt auch relativ neu. Schaut mal, ist das nicht süß. Richtig niedlich für den Sommer. Da gucken hier die Beinchen raus, man hat solche Träger. Ist, finde ich, so ein bisschen wie eine Latzhose. Aber auch hier wieder mega süße Designs. Guck mal, richtig niedlich. Hier ist immer die Bodyverlängerung drin, weil die Leute, die meine Videos gucken, wissen, wir benutzen Stoffwindeln. Und wenn die so einen dicken Popo haben, müssen wir die Bodies immer verlängern. Und dann haben wir hier noch Söckchen. Die sind auch süß. Rasselsöckchen. Oder ganz normale halt. Genau, das haben wir hier. Kommen wir schon zur zweiten Schublade. Da sind Oberteile, also T-Shirts, Sweatshirts und meine geliebten Pumphosen. Leute, ich liebe Pumphosen, gerade mit den dicken Windelpopo, ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Hier die dicken Dinger, sind die perfekt und sehen einfach mega süß aus und sitzen locker, nicht so eng. Hier haben wir so dicke Sweatshirtjacken, die braucht man halt immer mal so zum Überziehen. Hier sind T-Shirt, Langarm und Kurzarm, habe ich gemischt, weil ich mir jetzt immer passend raussuche. Richtig niedlich mit den Milchflaschen. Dann schlicht rosa oder hier mit diesen Origami, finde ich auch mega stylisch. Und auch hier wieder von Fuchs und Kiwi selbstgenähte T-Shirts. Oh mein Gott. Perfekt für den Sommerurlaub mit Ahoi drauf oder solchen Äpfeln. Ich zeige euch einfach mal, was wir so haben. Wölkchen, die hat Pauline schon von Anfang an. Davor haben wir auch den passenden Strampler zum Beispiel. Dann die Beeren. Dieses T-Shirt finde ich auch voll süß für den Sommer. Und das Gute ist, das hat nämlich die große Schwester auch als T-Shirt. Hier haben wir dann meine geliebten Pumphosen. Auch hier haben wir verschiedene Hersteller. Fuchs und Kiwi, Peppi Lotta und auch andere. Alle Sachen findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. Schaut da vorbei. Hier, das ist mega süß in Mintfarben mit den Fuchs. Oder Wölkchen, das ist hier zum Beispiel so eine kürzere Hose. Ja, wir stehen auf Wolken, wie man sehen kann. Kleeblätter und hier richtig heiß Einhörner. Oder solche mit Sternmuster. Ich finde sowas auch immer cool, weil es schön schlicht ist. Und für den Sommer natürlich auch kurze Hosen, wenn wir jetzt bald nach Holland fahren. Mit Seemöwen, passenden Muster für den Strand, finde ich. Ahoi, dazu auch das passende T-Shirt eben gezeigt. Und wir haben sogar einen kleinen Rock fürs Baby. Das ist so ein kleiner Ballonrock und der hat sogar Taschen. Wofür braucht ein Baby Taschen? Aber der Stoff ist mega süß mit dem Elefanten. In der letzten Schublade haben wir noch ein paar Kleidungsstücke, aber das ist mehr so Krimskrams, so Zeug, wo ich nicht weiß, wohin damit. Das zeige ich jetzt euch auch einmal. Hier haben wir 2 Aufbewahrungssysteme, auch von Ikea. Hier sind einfach nur Wattestäbchen, also nicht zum Anziehen. Ich wusste einfach noch nicht, wohin damit. Hier haben wir dann Strumpfhosen, einen dicken Sweatshirt, der ist noch ein bisschen zu groß. Aber ich finde den auch mega niedlich. Der wird, glaube ich, im Herbst passen mit so einer Zipfelmütze. Dann haben wir noch hier ihre Schwimmhosen. Und hier sind all ihre Kleider, die ich nicht aufgehängt habe. Keine Ahnung, warum ich es nicht aufgehängt habe, aber sie liegen hier so drin. Da sind auch viele selbstgenähte Sachen bei.
Einmal mit dem bekannten Wolkenmuster, dann mit den süßen Elefanten. Das hat auch ihre Schwester. Das ist eine Tunika oder ein Kleid. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist Belly Button. Die machen auch super Kinderkleidung. Ach, hier unten ist sogar noch Paulines Taufkleid. So, jetzt geht es weiter zum Kleiderschrank. Das ist dieser hier. Ich zeige euch einfach mal, wie es aufgeteilt ist. Hier hängen Sachen. Hier sind Sachen, die einfach noch zu groß sind, die sie noch nicht anziehen kann, aber die wir schon mal rausgekramt haben. Und unten sind noch zwei Schubladen, die zeige ich euch gleich noch. Da sind noch so Accessoires, Mützen, Schals und so, werdet ihr aber gleich sehen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der rechten Tür. Hier oben haben wir schon die nächste Größe liegen. Das ist jetzt 68 und auch hier sieht man wieder selbstgenähte Kinderkleidung. Das ist auch wieder meine geliebte Pumphose. Die ist zum Beispiel von By Nessa. Auch die Pumphose ist davon mit dem süßen Muster. Ich finde es so mega cool mit diesem Bordeaux-Rot. Auf jeden Fall definitiv ein Lieblingsshop von mir. Dann haben wir hier auch noch mehr Pumphosen. Hier haben wir jetzt mal Peppi Lotta. Auch ein sehr cooler Shop. Mit so einer Glitzerhose. Auch voll stylisch. Und hier haben wir auch noch Bodies, die zu groß sind. Wenn man jetzt mal guckt. Tatam. Also, ne, da brauchst du noch ein bisschen Zeit, um da reinzuwachsen. Dann auch ein bisschen Chaos hier. Das sind einfach solche Lampions. Die muss ich noch aufhängen. Dann haben wir hier so einen Farbspektrumturm. Damit kann sie später bauen. Ich weiß nicht, warum er hier drin steht, aber so ist es nun mal. Hier unten sind die ganzen Schlafsäcke. Diesen hier mag ich eigentlich am liebsten. Der ist von Alvi, der ist richtig schön warm. Aber wir haben auch Pucksäcke von By Nessa oder den hier von Fuchs und Kiwi. Zu geilen Milchflaschen. Noch von Belly Button ein Pucksack und einen Schneeanzug für den Winter schon. Den haben wir geschenkt gekriegt. Genau, und ein paar Schlafsäcke. Leute, ich habe nicht aufgeräumt. Jetzt kommen wir zu dem großen Teil des Schrankes. Hier oben ist so ein bisschen Ablagefläche, wie man sehen kann. Hier haben wir unsere ganzen Medikamente aufbewahrt, damit die Kinder halt nicht rankommen. Hier ist meine Tasche mit meiner Milchpumpe drin. Die muss natürlich auch Platz finden. Dann haben wir hier Prefolds und Einlagen für die Stoffwindeln, die allerdings noch zu groß sind und deswegen hier verstaut werden. Und eine Wickeltasche und Lätzchen und so Gedöns, was wir noch nicht brauchen. Wie eben schon gesagt, hängen hier auch ein paar Kleider drin. Die anderen habe ich nicht aufgehangen, weil ich etwas faul bin. Hier zum Beispiel, das ist noch gar nicht gewaschen, sehe ich gerade. Ich glaube, in dem Tag ist auch die Frage, was hat sie noch nie getragen. Das ist zum Beispiel so ein Teil, total süß, das habe ich bei H&M gefunden. Genauso wie bei H&M habe ich diese hier gefunden, das ist eine Latzhose. Voll süß. Ich glaube in der Größe, ich muss mal gerade gucken, 62, die muss ich jetzt auch diesen Sommer schon anziehen. Ne, 13 Euro nur. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Kleid fand ich auch süß. Ein bisschen Marine-Style. In der Größe 68. Kannst du diesen Sommer alles tragen, wenn mal der Sommer kommen würde. Hier liegt dann noch ihre Spielmatte, so ein Kissen. Und hier ist eine Tasche mit dem ganzen Zubehör für den Kinderwagen. Und hier haben wir Lindas Aufbewahrung. Und zwar liegt jetzt das ganze Spielzeug hier drin für Pauline, was zum Beispiel auch schon Leona gehört hat. Oder Neues, was wir geschenkt bekommen haben oder auch selbst gekauft haben. Damit kann sie natürlich jetzt noch nichts anfangen. Aber bald kann sie auch dann die ersten Beißringe benutzen. Sie kriegt bestimmt bald die Zähnchen. In der ersten Schublade haben wir hier auch ein Aufbewahrungssystem von Ikea mit so kleinen Schubfächern. Finde ich mega praktisch. Hier sind Mützen, Schals, Lätzchen und auch solche süßen Haarbänder. Und die finde ich auch so süß, die Mütze. Guck mal. Das sieht bestimmt getragen voll niedlich aus. Dann hier solche Lätzchen von Peppi Lotta. Da haben wir ganz verschiedene Designs bekommen. Mit Affen, mit Sternen. Natürlich passend zu der Pumphose. Oder hier so ein Loop für Pauline. Mit Schmetterling. Die erste Cappy, die haben wir noch gar nicht benutzt. Oder hier, die ist auch niedlich mit so Leoparden, mit so Katzenohren. Hier auch passend zum Strampler. Ach so, genau. Das wird dann so aussehen am Kopf. Hier ist dann noch Kleidung in der Größe 74. Das wird dann eher zum nächsten Frühjahr hinauslaufen, dass sie das tragen kann. Auch viel geschenkt bekommen von Verwandtschaft. In der letzten Schublade ganz unspektakulär Bettwäsche. Yay, braucht man auch. Bettlaken, Bettwäsche, zweites Set. Brauche ich nicht näher drauf eingehen. Ja, meine Lieben, das war der Kleiderschrank von unserer Tochter Pauline. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!